Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Und da waren wir letztens stehen geblieben. Schauen wir doch mal. Ja, es schaut immer noch bescheiden aus. Ich habe nur 4 Territorien. Hurra! Aber wie es aussieht, habe ich für... ich habe schon Befehle gegeben. Ich weiß nicht, warum ich die hier da lasse. Die sind nämlich so viele ausgerüstete Einheiten da. Das ist ein bisschen riskant, ne? Ah ja, da habe ich nur Leute aus Tal. Ja gut, der Gimli kann schon tanken. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Und hier, joa. Joa, falls er halt wirklich hier angreift. Wenn er hier angreift, da war ich ein bisschen dämlich. Aber ich habe Katapulte Stufe 5. Okay, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Okay, holen wir uns erstmal den Erebor. Oh, 3 Leute sind da. Angmar, Kankra und Mordor. Ja, gut. Ist schwierig, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, mich da zu befreien und mal ein bisschen Land gut zu machen. Bisher dümpel ich ja immer so im Kreis rundherum. Und auf Dauer wird das nicht funktionieren. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Auf Dauer wird das nicht funktionieren. Naja, mal schauen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und dann, naja. Also, Erebor. Aber wir wollen ihn einnehmen und das ist um einiges leichter, weil man hat draußen so viel Platz zum Bauen und sonst das ganze Zeug zu machen. Das ist viel schöner. So, erstmal darunter, weil ich die Befürchtung habe, dass da der Gegner sein wird. So, ich hole mir die Menschen aus Tal und das Heilungszeugs. So, Gimli, dann schau mal. Irgendwo müssen die Gegner ja sein. Irgendwo müssen sie ja auftauchen. Ja, aber wo ist er? Ich sehe ihn hier schon mal nicht. Gut, wenn ich ihn hier jetzt nicht finde... Ich dachte, der wäre da unten. Von wo ist er gekommen? Von rechts. Vielleicht ist er hier irgendwo gestartet. Also hier glaube ich nicht, aber vielleicht hier. Das könnte sein. Da gucken wir jetzt mal. Ja, ich baue jetzt hier noch eine Festung. Gasthaus. Da sind sie. Gefunden. Okay. Okay, okay, okay. Machen wir schon. Wenn wir... Nee. Den da. Wenn wir den da töten können. Diesen Hauptmann. Dann schaut's gut aus. Theoretisch. Das war mal so. Ah, schade. Ah ja, weil der Hauptmann noch lebt, genau. Oh oh. Ah, das ist böse. Das ist böse. Das tut weh. Wirf du den mal ab. Komm schon. Schießt. Schönes Ding. Springen. Naja, geht so. Die Reiter sind halt jetzt eklig, ne? Mit denen habe ich halt gar nicht gerechnet. Ja, das tun sie wirklich. So, einer ist schon mal tot. Damit kann man arbeiten. Ja, Numenor. Diese finsteren... Wie heißen sie? Numenor Bogenschützen? Schwarzwaldläufer. Ja. Whatsoever. Irgendwie heißen sie auf jeden Fall. Na ja, gut, das Ding ist halt, meine Leute waren halt, haben halt bloß Feuerpfeile und sonst nichts, ne? Keine Rüstung, nischt. Das macht's nicht unbedingt einfacher. Ich brauche jetzt unbedingt den Vorposten. Und wenn ich hier den Vorposten noch einnehmen könnte, wäre das natürlich noch besser. Oh, komm schon. Schießen, schießen, schießen. Yes. Jetzt wird's easy. Jetzt habe ich Zeit. Also, es sollte easy werden. Jetzt kann ich dann nämlich wieder die ganzen Bogenschützen ausbilden. Und dann wieder mit Feuerpfeilen ausrüsten. Das sollte ganz gut funktionieren. So. Wenn der Sprung nicht so eine lange Aufladezeit hätte, also zum Ausführen meine ich, so eine lange Castzeit, dann würde ich den benutzen, damit Gimli da schneller hinkommt. Aber so, naja.
Egal, das Ding da unten brauche ich nicht unbedingt. Da gibt es nämlich irgendwo da unten. Da. Das Leuchtfeuer. Muss nicht sein. So. Okay. Gimli kann da mal angreifen gehen. Den Vernichter. Naja, brauchen wir jetzt noch nicht, aber der ist schon sehr stark. Also der ist... Wenn man den reinhaut, sonst müsste der Gimli schon stark sein. Ich weiß nicht, ob er Splash macht. Also Flächenschaden, aber... Das sieht man dann. So, dann bauen wir noch einen Schießstand. Oh, wow. Geh da mal helfen, Gimli. Wenn ich Glück habe, schaffen sie es in den Turm. Und das wäre ganz gut. Komm schon, rein da. Erebor Kampfturm. Ja, schönes Ding. Jetzt seid ihr drin, jetzt seid ihr safe, jetzt könnt ihr feuern. So, wo ist denn der Gimli überhaupt? Ach, bis der da ist, ist Weihnachten. Was übrigens bald ist, vielleicht ist schon Weihnachten, wenn ihr die Folge seht, das könnte gut passieren. Sorry dafür. Aber lässt sich nicht anders machen, klar, sorry. Ach, easy, so ein Kampfturm, der hält ja aus wie Sau. Uhuhu. Nice. Krass, Mann. Krass. Sehr krass. Der Feind. Jojo. Was? What? What? Lauf, 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 lauf! Schade. Das lief jetzt nicht zu gut. Mach mal hier einen auf. Kamikaze. Nice. So, jetzt hauen wir den Vernichter rein. Jetzt mach mal. Naja. Ja, der Gimli packt das schon. So. Bogenschützen ausbilden. Aha. Da hat's die Bogenschützen. Und der Gimli, der tankt schon ganz gut, also muss man ihm lassen. Tanken, also der hält eine Menge aus, der ist gut. So, läuft, läuft. Auf viel muss ich mich jetzt gerade gar nicht konzentrieren, halt immer bloß bauen. Und dann hier wieder die Menschen aus Tal. L ist halt ein sehr bescheidener Hotkey, aber... So. Bogenschützen. Dann springst mal dahin. Na los. Hilfe ist schon unterwegs. Die anderen Bogenschützen hole ich jetzt mal nicht. Weil ich will nicht, dass der Gegner jetzt in meiner grenzenlosen Macht hier alles überlässt. Und naja. Ne? Will ich jetzt nicht. Ich will noch ein paar Bogenschützen ausbilden. Wenigstens ein paar Bogenschützen. Und die dann auch noch ausrüsten. Deswegen hole ich jetzt die verbündeten Truppen hier nicht. Die Menschen aus Tal zur Hilfe rufen, mal jetzt nicht. Aber der Gimli, der hält schon viel aus. 4300. Und der ist erst auf Stufe 5. Das ist gigantisch. So, schicken wir die wieder vor. Wir könnten eigentlich auch den Drachen da töten. Weil das gibt eine Menge Erfahrung. Dann sind die nämlich vielleicht schon mit Bannerträgern dann ausgerüstet. Ja, könnte ja auch ganz nett sein. So, Dunkelorkkrieger, aber die machen jetzt auch nicht viel. Troll, zeig mal. Schöner Schaden. Spring den Troll mal um. Mal sehen, ob er das kann. Ah ja, oh. Oh. Cool. Fällt mir. So, wieder auf Defensiv. Und das war halt das, was ich wollte. Gimli Tank, Bogenschützen töten. Und das funktioniert wunderbar hier. So, Menschen aus Tal. Ich mach das halt jetzt wirklich so lange es geht, ne? Ich brauch's einfach. Das ist ganz, ganz schwierig hier gerade. So. Du gehst dahin. Noch mehr Kampftürme hier. So, die laufen einfach mal dahin. Bau mal da. Ja. Oh! Ah ja. Schießen. Ja, schön schießen. Oh, dass der hier so viele Bogenschützen hat, gefällt mir nicht. Das ist nicht so gut. Die
Ja, die gehen mal in Deckung. Und die auch. Und dann rufen wir jetzt hier die Menschen aus Tal. Und dann sollte das schon irgendwie laufen. So, dann bauen wir mal eine Schmiede. So, weil die schaffen das jetzt, die Menschen hier. Boah, das waren aber eine Menge Bogenschützen, also Respekt. Wirklich, das waren eine Menge Bogenschützen. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute er schon gebracht hat. Spring doch! Oh Gott. So, Türmchen kaputt. Den da. Bums. Und auf Wiedersehen. So, den Drachen haben sie geschafft, sehr schön. So, die müssten das auch überlebt haben. Boah, so knapp! Ah, die schicke ich lieber zurück. Das ist sicherer. So, und in der Schmiede, das ist halt das Doofe an den Zwergen. Aber den Nachteil brauchen sie auch, glaube ich. Die Bannerträger, die sind halt nicht in einem Gebäude, sondern es ist der Tag ist so ein bisschen verteilt alles. Was guter Felsen zersplittert. Aha. Na dann, ein guter Felsen zersplittert, wenn das so ist. Okay. Von mir aus. Dann zersplittert guter Felsen eben. So. Macht's da mal kaputt. Schmiede erweitert. Die schmiedete Klinge brauche ich noch nicht, aber vielleicht können die das Mithril-Zeugs. Ja, könnten sie. Nur die Bannerträger halt nicht. So. Bogenschützen hier noch ausrüsten. Die sind schon. Die noch? Oh, das wird knapp. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Komm schon, die einen. Und die da werden zu knapp, oder? Schade. Aber ist okay. Passt schon. Passt schon. Ich habe viele bekommen. Und ich habe den Erebor eingenommen. Das war's. Das war's definitiv wert. Speichern. So. Okay. Dann suchen wir uns noch eine kleine Schlacht für diese Episode. Die hier. Wow, da habe ich eine Menge Leute. Huhuhu, 10 Bataillone Bogenschützen, 5 Bataillone Phalanx, 3 Katapulte und ein Helden. Läuft. Da können sie mit dem Scheiß nichts anfangen. Nee. Nee. Ja, haben sich zurückgezogen. Ah ja, doch, die können sich zurückziehen, stimmt. Hier kann ich gar nichts machen. Ich werde einfach die Truppen wegschmeißen. Es kommt drauf an, wenn jetzt die Gegner, die sind von rechts unten gekommen. Das heißt, da müsste ein... Kommt drauf an, wenn ich nämlich 3 Gegner auf einmal rausnehmen kann, weil sie halt da spawnen, nur den Helden haben und die Baumeister töte. Dann vielleicht, vielleicht. Aber ansonsten, nee. Dann töte ich einfach, ich schicke die ganzen Truppen in den Tod und quitte sofort aus der Map raus. Weil es hat sonst keinen Wert. Wirklich überhaupt gar keinen Wert. Und das, na, nee. So. Ah, vergiss es, okay. Okay. Also, wie gesagt, vergiss es. Das wird so nix. Weil die sind ganz... So, die dahin, die dahin. Ja, die Menschen aus Tal sind schon ein bisschen schneller. Nee. Die werden wahrscheinlich alle da unten irgendwie sein. Oder hier. Ah! Okay. Ich versuch's mal. Aber die Chance ist sehr gering, dass da was geht. Ach du Scheiße! Schnell! Feuerpfeile, Pfeile, schwarze Pfeile! Ach du große Kacke. Ja, wenn dann, dann haut sie schon auf den Drachen drauf, ne? Der halt auch schon Stufe 6 ist, das ist so bitter. So, der Drache ist tot. Als nächstes auf den Troll. Wem? Ach komm, da brauchen noch nicht alle hinterher rennen. Ach du Heilige. Das ist eklig. Ja. Ah, also zwei von denen ist bitter. Das geht ja mal gar nicht. Okay, dann töte ich jetzt hier noch die Reiter und dann war's das. Obwohl. Ich weiß noch nicht.
Ist doch nicht so leicht zu sagen. Es sieht nämlich noch nicht super kacke aus. Also es sieht nicht gut aus, ne? Aber es sieht auch nicht super schlecht aus gerade. Es kommt halt jetzt echt drauf an, wie schnell ich da alles töten kann. Hier. Ja, genau. Die da und die da müssen sterben. So, die sind tot. Darunter. Ja, aber das wird nichts mehr. Ich glaube, am besten ist es jetzt wirklich einfach nur rauszuquitten. Es ist am sichersten. Die leben noch alle zu fünft. Keine Chance hier. Ich quitt jetzt raus. Ja, guck, die waren alle unten. Alle da unten. Schön verteilt überall. Das wäre katastrophal gewesen. Ohne Helden kann ich eh nicht viel ausbilden. Ich habe jetzt viel zerstört. Das war's wert, würde ich sagen. So. Geht schon. Geht schon. Ich muss ja versuchen, sie ein bisschen abzuschwächen. Weil wenn die da immer mit so viel Zeugs reinrennen, dann ist das schon sehr extrem. So. Mehr als Minenschachtgänge kann ich nicht bauen. Okay. Dann holen wir uns jetzt Kelduin zurück. Und da können wir nach oben gehen. Ich weiß nicht... Oh, warte. Momentchen mal. Momentchen. Drei Leute... Nee, der Gimli muss hier hin. Der Gimli bleibt... Das ist der Gimli. Hier habe ich die Menschen aus Tal. Und zwar sau viele. Hier habe ich... Ah, guckt ein. Nee, warte. Das machen wir ganz anders. Die tauschen wir. Und... Dann werden die hier ausgerüstet. Moment. Der nicht. Und der darf nicht, aber der darf. So, genau. Warte mal, hier sind ja noch mehr ausgerüstete Einheiten drin. Noch mehr Leute aus Tal. Aber ich glaube, ich lasse das hier mit dem König Dain mit den Phalanx, das geht schon. Und der greift... Ja, nee, der geht hier hin, das ist safe. Ich weiß nicht, das... Aber der Gimli müsste schon aufhalten. Bogenschützen sind sehr stark. Das passt schon. Boah, jetzt werde ich so gebummt. Also, es tut mir echt leid. Oh Mann. Wenn ich hier gucke, was da alles drin ist. Das ist ja furchtbar. Oh nee. Okay, ich weiß, der Part war jetzt super kurz, aber die Schlacht wird vermutlich sehr lange dauern. Das heißt, dass die Aufnahme auf 40, 60, vielleicht sogar 50 Minuten hochgeht, wer weiß. Deswegen mache ich jetzt hier jetzt schon kurz Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also in der nächsten Aufnahme dann. Sorry dafür, aber das dauert einfach viel zu lang. Das schaffe ich nicht in 5 bis 10 Minuten. Also, ja, schlecht getimt von mir, sorry. Ja, also dann. Ne? Aber die wird heftig. Die wird. Na gut. Bis gleich. Oder, naja, ihr wisst schon.